Servus und willkommen wieder bei Max Works. Ich bin der Max und wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann habt ihr vielleicht sogar mein Video zum Teppich rausreißen gesehen. Falls nicht und ihr wollt euch vorab über alles informieren, ich verlinke es euch mal da oben in der Ecke. Nach dem Intro geht's los. Ja, warum geht's heute? In einem der letzten Videos habe ich den Teppich aus diesem schönen kleinen Zimmer rausgerissen. Und was wir gesehen haben, man kann das Ganze jetzt natürlich abschleifen, abfräsen, damit ich auf den rohen Estrich komme, aber ich werde immer irgendwo Wellen drin haben. Und genau darum geht's heute, dass wir diese Wellen nicht haben wollen. Also ich will sie nicht haben, weil ich lege einen Vinylboden danach drauf. Wie kriege ich die raus? Mit einer Ausgleichsmasse, also mit einem Spachtel. Wobei Spachtel ist übertrieben, ich setze mich jetzt nicht hin und spachtel da jede Ecke sauber aus. Nein, das ist ein Großflächenspachtel, der verzieht sich ein bisschen selber. Jetzt geht's aber erstmal los. Der Boden ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich habe zwar schon mal drüber gesaugt, aber so wirklich sauber ist er noch nicht. Das heißt, ich sauge jetzt nochmal und dann zeige ich euch noch eine Sache, worauf ihr wirklich achten müsst, wenn ihr sauber macht, bevor ihr dann loslegt. Und zwar müsst ihr darauf achten, gerade wenn ihr einen schwimmenden Estrich habt, wie im Neubau oder auch hier vor 60 Jahren schon üblich war, wie man sieht, der Estrich geht nicht bis ganz an die Wand. Das ist ein Trittschallthema. Wenn ich jetzt auf den Boden hier draufklopfe und der Boden bzw. der Estrich berührt die Wand, dann geht der Schall in den Estrich rein und durch die Berührung der Wand geht der ganze Schall in die Wand mit rein, in die nächste Decke und ich höre es im ganzen Haus. Das ist jetzt im Einfamilienhaus okay, gerade wenn man ein älteres Haus hat, dann lebt man damit eh schon. Im Neubau ist das fatal. Jetzt ist es aber so, der Estrich wurde früher schon auf eine dünne Isolationsschicht gelegt, früher eher Mineralwolle, heute auf mehrere Schichten Styrodur, Styropor und eine Trittschalldämmung und zum Rand hin kommt ein Randdämmstreifen. Das war jetzt hier, wie wir bei mir gesehen haben, auch so eine Mineralwollmatte oder was auch immer. Heute ist es Plastik, sagen wir so wie es ist. Und das verhindert einfach, dass der Estrich und darauf, wo wir später laufen, auch mit dem Bodenbelag nicht die Wände berührt und ich den Körperschall einfach rausbekomme. Und wenn ihr jetzt gerade den Estrich rausgerissen habt, habt ihr die beste Möglichkeit, oder gerade wenn ihr, so wie ich, dazwischen noch ein bisschen Schlitze geklopft habt und ein bisschen umeinander gehauen habt, habt ihr jetzt die beste Chance, kontrolliert das einmal, saugt das sauber aus, kratzt Dinge raus, die ihr seht, jedes Körnchen überträgt Schall. Und für die Ausgleichsmasse machen wir dann natürlich wieder einen Randdämmstreifen hin, einen Sanierungsranddämmstreifen. Das seht ihr aber später. Ich sauge jetzt hier nochmal durch und dann brauchen wir sowas hier. Bei mir steht da Eisstößer drauf, gibt es auch in breiter, ist eine Scharre. Damit kratze ich jetzt alles, was am Boden lose ist, erstmal noch weg. So viel gesaugt habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber der Boden ist staubfrei und das ist wichtig. Und bevor es jetzt an die eigentliche Ausgleichsmasse geht, kommt noch was viel Wichtigeres, weil die Ausgleichsmasse muss sich ja zu 100% mit dem alten Boden verbinden. Deswegen war auch das Abkratzen so wichtig, dass da keine losen Stellen drunter sind, die sich recht schnell ablösen können. Weil brauchen wir einen tragfähigen Grund, der sich nicht leicht wieder abziehen lässt. Und deswegen müssen wir diesen Estrich, so wie jetzt da ist, mit den Kleberesten, oder falls ihr es abgeschliffen habt, nur noch den Estrich einfach mal absperren, dass der von der Ausgleichsmasse nicht alles wegsaugt, weil der Estrich säuft natürlich wie blöd, wenn er da was Nasses draufschmeißt. Deswegen kommt bei mir jetzt Tiefgrund Express drauf. Warum genau der? Den hat mir mein Fachhändler des Vertrauens einfach so in die Hand gedrückt. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Und zwar, es ist ein Express-Untergrund, gibt auch andere. Einfach schauen, was es da gibt, möglichst auch im System bleiben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen von Wulff, habe dann auch die Ausgleichsmasse von Wulff. Deswegen, das System funktioniert in sich. Achtet da auch auf die Mengenangaben. Manche muss er verdünnen, manche nicht. Meinen muss ich verdünnen und zwar im Maßstab. Im Verhältnis 1:1. Und auf Nachfrage von der Fläche her, ich habe jetzt 10 Quadratmeter, reicht ein Liter hiervon, ein Liter Wasser. Und genauso rühre ich es mir jetzt an und dann rolle ich mit so einer Farbmalwalze einfach auf den Boden auf.
habe jetzt den Tiefgrund einfach mal über Nacht trocknen lassen. Es hätte auch eine Stunde gereicht, aber irgendwann muss auch mal Feierabend sein. Und jetzt geht's weiter, damit jetzt die Ausgleichsmasse, wenn ich jetzt dann gleich reingieße, nicht in die Lücke, die wir beim letzten Mal mühselig noch gereinigt haben, wieder reinläuft, muss hier so ein Rand im Streifen hin. Also quasi die Erweiterung von dem, was da schon drin ist. Es ist ein Sanierungsrand im Streifen, das heißt, der hat hinten ein doppelseitiges Klebeband drauf. Den kann man einfach an der Wand entlang kleben und dabei einfach darauf achten, dass der sauber unten bündig aufliegt und dann einmal rings um den Raum rum jede Ecke mitnehmen und von der Tür bis zur Tür. Und dann schauen wir mal, ob der überall schon ausreicht, so wie er dran klebt, oder ob wir da noch ein bisschen tricksen müssen. So, jetzt gibt es natürlich solche Ecken wie hier, wo wir sehen, der Rand im Streifen reicht nicht ganz aus und hier kann ich fast schon reinlangen. Das gibt es in weniger schlimm wie hier noch ein bisschen, aber größere Stellen habe ich überall, weil halt der ist sich mal abgebrochen, ist also der alte Rand im Streifen nicht so gut war wie gedacht. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das so lasse, dann wird mir später meine Ausgleichsmasse oder meine Spachtelmasse, die dann in dem Fall relativ dünn ist, einfach nach da unten laufen und überall abhauen. Damit es nicht passiert, mache ich das jetzt zu, und zwar nehme ich dafür einfach ganz normales, handelsübliches Acryl und das kann ich jetzt einfach da reinspritzen. Und so kann ich mir jetzt diese Löcher, die unter dem Rand im Streifen sind, einfach zuspritzen, wo sie überall sind. Wenn ich dann mit dem Zuspritzen fertig bin, einfach mit dem Finger glatt ziehen und fertig. Im Zweifel mache ich das ums ganze Zimmer. Wenn ich jetzt später mit der Ausgleichsmasse anfange, muss ich aber zum Glück nicht warten, bis das hier alles durchgehärtet ist und trocken ist. Habe ich mir so sagen lassen von meinem Bodenleger des Vertrauens, ich kann einfach drauf gießen. Es geht nur darum, dass diese Streifen da dicht sind und die Ausgleichsmasse nicht abhauen kann. Und das mache ich jetzt mal rund ums Zimmer. Jetzt habe ich alle Ränder hier mal mit Acryl abgezogen. Bei meinen unebenen Wänden und meinem unebenen Estrich hätte ich auch einfach alles mit Acryl vollschmieren können. Aber es gibt noch ein paar Stellen, die sind ohne. Jetzt, bevor es richtig losgeht mit der Spachtelmasse, die habe ich da drüben schon stehen, geht es natürlich auch noch darum, herauszufinden, wie viel und wohin. Das ist klar, hier diese Mulden in meinem Klebemuster, das noch drin ist, das ist klar. Aber auch so wird der Estrich an gewissen Stellen wahrscheinlich Tiefpunkte und Hochpunkte haben. Und das findet man am einfachsten mit einer langen Wasserwaage oder gleich einer Richtlatte raus. Nachdem das Zimmer etwas klein ist, habe ich mich jetzt mal für eine mittellange Wasserwaage entschieden, statt eine Richtlatte, die ich wahrscheinlich niemals quer reinbringe. Und wenn ich die jetzt mal so, gerade aus den Eckpunkten, die Eckpunkte gehen beim Estrich in der Regel hoch, weil der Estrich ist ja ein Zementestrich, gerade Zementestriche vor allem, die schüsseln sehr gerne. Das heißt, wenn der austrocknet, wird er in den Ecken immer nach oben gehen. Das setzt sich mit der Zeit wieder. Je älter das Haus ist, desto eher hat sich das wieder gesetzt. Wenn man jetzt einen Calciumsulfat-Estrich drin hat, da ist das gar nicht so schlimm. Das ist ein Anhydrit-Estrich, die sind sehr trocken, die machen das in der Regel nicht. Aber auch da beim Einbau 100% glatt wird der auch nicht, weil das muss ja auch ein Handwerker erstmal mit der Hand abziehen. Und um das jetzt rauszufinden, um wie viel ich hier Hoch- und Tiefpunkte habe, kann ich mir einfach mal die Wasserwaage in eine Ecke reinlegen und dann einfach mal auf einen beliebigen Punkt. Und jetzt sehen wir schon, hier steht sie ein bisschen nach oben. Das heißt, da kann ich unten durchschauen, da ist eine leichte Mulde. Das wird wahrscheinlich zur Wand noch stärker. Wir sehen, hier ist so eine kleine Mulde drin und genau das gilt es einfach auch nochmal mit auszugleichen. Da kann man sich jetzt natürlich auch kleine Marker setzen. Ich könnte mir hier Zahnstocher aufkleben, einfach um Höhen festzulegen oder auch Markierungen setzen, wo sind meine Hoch- und Tiefpunkte, gerade wenn es schlimmere Verwerfungen gibt wie hier. Aber bei mir finde ich, es geht.
glaube ich, jetzt einen Hochpunkt gefunden, aber er hält sich im Mittel auch in Grenzen. Und dann geht es natürlich herauszufinden, um wie viel weicht es ab. Bei mir hält sich das jetzt im Mittel, unteren Millimeterbereich, so um die 3 mm maximal. Dann brauche ich für den Einbau noch den richtigen Spachtel. Ich habe mir das wieder im Fachhandel ausgeliehen, muss ich mir nicht kaufen. Das ist ein normaler Zahnspachtel oder ein sehr breiter Zahnspachtel und ich habe eine 3 mm Zahnhöhe. Das dürfte für meine Fälle ausreichen, weil diese Ausgleichsmasse, die kann ich entweder als Spachtelmasse, so ist sie auch bezeichnet, nutzen. Dann kann ich sie wirklich zum Spachteln verwenden oder man rührt sie etwas dünner an. Dann nivelliert die sich zum Schluss noch selber aus. Das heißt, ich ziehe vorher ab, ich schütte mir die jetzt dann einfach hin und dann ziehe ich den ganz vorsichtig, nur so ganz leicht über den Boden, ohne Druck und sehr steil, damit ich die Spachtelmasse großflächig verteile und das, was ich noch an Unebenheiten drin habe, wird die Spachtelmasse für sich selber regeln. So viel zur grauen Theorie. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich hoffe, dass am Schluss eine schön glatte Fläche wieder rauskommt. Jetzt gehen wir darüber und rühren uns die Spachtelmasse mal hoffentlich nach Herstellerangabe an. Und dann fange ich hier einfach an, weil dann muss es schnell gehen. Die hat eine relativ kurze Topfzeit. Das seht ihr dann, was ich dann mache. So, ich rühre mir jetzt gleich mal den ganzen Sack an. Dann habe ich schon mal richtig viel Material. Und wenn es nicht reicht, mache ich einen zweiten. Das Wasser habe ich schon drin. Ich brauche hier für den ganzen Sack 6,5 Liter, damit es schön verläuft. Und das Ganze verrühre ich mir jetzt mit so einem großen Quirl mit einer Bohrmaschine, wäre man hier hoffnungslos überfordert. Das gilt wie bei allen zementgebundenen Sachen, danach vielleicht kräftig mit Wasser sauber machen. Jetzt habe ich hier so eine wunderschön dickflüssige Masse und die verschütte ich mir jetzt im Zimmer. Ihr habt das leider nicht bis zum Schluss gesehen, weil ich die Kamera irgendwann wegstellen musste, weil sonst hätte ich die Kamera in die frische Brühe stellen müssen und das wäre, glaube ich, dem eigentlichen Besitzer der Kamera schwer missfallen. auf alle Fälle, ich habe das fertig gemacht. Eigentlich kann man das nach 1 bis 2 Stunden, je nach Hersteller, kann man da schon wieder drauf laufen und nach 24 Stunden ist es auch schon belegereif. Aber der Boden ist jetzt eben, die ganzen Wellen sind weg und jetzt ist er eigentlich so weit, dass ich verlegen kann, aber ich mache davon noch was anderes. Was mir aber aufgefallen ist, wenn man nicht ganz so vorsorglich rührt, ich habe nicht lang genug gerührt, dann passieren solche Sachen. Dann bleiben solche Pickelchen, das ist einfach schlecht angerührte Masse oder vielleicht doch nochmal ein Steinchen, das irgendwie nicht weggekehrt wurde. Das macht aber nichts, kann man es einfach nochmal glatt schleifen. Wichtig dabei, absaugen und danach nochmal ein bisschen wegwischen. Gerade wenn später der Boden verklebt werden soll, ist es wichtig, dass der wieder staubfrei und fettfrei wird. Ich lege später schwimmend drauf, ist bei mir nicht ganz so wichtig, aber die Pickelchen müssen weg. Aber ihr habt jetzt auf alle Fälle gesehen, das Ganze geht eigentlich sehr einfach, es ist kein Hexenwerk. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier in diesem Zimmerchen weitergeht oder vielleicht werfen wir mal ein Projekt dazwischen. Das sehen wir, wie es läuft. Auf alle Fälle sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Abo und Glocke nicht vergessen und
Falls euch was aufgefallen ist oder ihr was wissen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wenn Leute hinter der Kamera stehen. Ich muss das alleine machen.